Lieber David, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und gratuliere zu diesem großartigen Projekt. Kannst du ein bisschen erzählen, wer ihr seid und was ihr jetzt hier gemacht habt? Wir sind von Berger Stadel Walsh, ein kleines Grafikbüro in Basel, und wir haben mit der AIA zusammen den Pitch für die Ausstellung gewonnen und durften uns mit dem Gesamtkonzept, also Raumgefühl und Multimedia, auseinandersetzen und haben in enger Zusammenarbeit mit dem Inhalt versucht, die Multimedia-Installation der Bücher auf die Wände zu bringen und dazu die Reisen und die Karriereschritte auf verschiedenen Ebenen irgendwie aufzuzeigen. Das haben wir gemacht, indem wir typografisch ein Bild geschaffen haben, das sehr nah beim Buch ist einerseits, aber auch für sich als Werk stehen kann. Kannst du vielleicht etwas erzählen über die unterschiedlichen Farben? Und ich weiß, da ist ganz viel Idee oder dahinter, wie welcher Text wo steht, wie groß welcher Text ist. Kannst du uns da ein bisschen erleuchten vielleicht? Also wir wollten im Gesamtbild eine Südsee-Stimmung erzeugen und haben mit verschiedenen Schriftebenen und Schriftgrößen verschiedene Ebenen geschaffen, die dem Besucher die Möglichkeit gibt, tiefer einzusteigen, also selektiert gewisse Umfelder zu verfolgen oder dann wieder in Kontext zu setzen und zu vergleichen. Und somit hat man mehrere Ebenen, wie man die Wände aufnehmen kann, einerseits nur bildnerisch oder eben in den verschiedenen Kategorien Karriere, familiäres Umfeld oder den Reisen selber. Jede Thematik hat eine Farbe, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wir haben bei den Reisen, die hier blau aufgezeigt sind, versucht, ein Gesamtbild zu schaffen. Das ist bei der Karte auch zu sehen. Da haben wir die Routen in blau eingefärbt und das sind die Meilensteine Gauguins aufgeführt. Und einerseits haben wir natürlich die Farben von den Bildern genommen. Also wir haben nicht direkt ein Bild als Konzept genommen, aber ein Raumgefühl oder ein Farbgefühl. Und das haben somit den Key-Farben oder den wichtigsten Farben komplett durchgezogen. Also wir hatten Gelb für die Karriere und Blau für Reisen, Grün etc. Wichtig war, dass wir versucht haben, eine Komposition zu finden, die mit den einzelnen Farben wieder eine Stimmung bildet, die sehr nah bei den Gemälden sind. Und, ich glaube, durch diese Verschachtelung hat man automatisch wieder so Abgrenzungen und so Felder, wie es eben in den Gemälden auch vorzufinden sind. Das wollte man gerne übertragen. Du warst ja sehr intensiv mit dem Leben Gauguins beschäftigt. Was hast du, was ist dir geblieben über diese Person, vielleicht auch die zu dieser Zeit doch sehr erstaunliche Reisen zum Beispiel unterbrochen? Ich fand es sehr spannend zu sehen, dass in der Zeit ein Mensch so viel rumgekommen ist. Es ist extrem erstaunlich, also von den Distanzen her und den kulturellen Unterschieden und einer gewissen Leichtlebigkeit, die er auf sich genommen hat, um sein Ziel zu verfolgen und ja, die Inspiration zu bekommen, die ihm letztendlich ausgezeichnet hat als Künstler.